Hallöchen zusammen, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir ja den Enderdrachen besiegt und haben uns das Ei rangeholt. Hier, das Drachenei. Und heute gehen wir gemeinsam in die End-City. Da gibt es mehrere Varianten, Möglichkeiten, wie man da reingehen kann. Wir haben hier noch ein paar Baublöcke. Die nehme ich jetzt gleich mit. Die nehme ich jetzt in die Hand und wir bauen uns jetzt da drüben mal hoch. Die Frage ist jetzt nur, wie, ne? Hier ist näher. Kommt man von da drüben noch näher ran? Wahrscheinlich, ne? Ja. Wir werden uns jetzt hier einmal eine Treppe hochbauen. Ich baue uns schon mal da hoch und wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Wie ihr seht, habe ich jetzt uns hochgebaut und wir haben eine kleine Plattform hier oben. Dann nehmen wir uns eine Enderperle und schmeißen die jetzt da in dieses Portal rein und wir kommen auf der anderen Seite raus. So, perfekt. Da kommen wir auch wieder zurück durch dieses Portal. Heißt, wir sollten theoretisch jetzt uns die Koordinaten merken. Das wäre 1000 auf 300. So, dann gehen wir mal uns eine End-City suchen. Und hoffen mal, dass wir da auch gleich ein Schiff haben. Und hier sehe ich jetzt weit und breit gar nichts. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Da hinten sehe ich auch nichts. So, und da wir entweder schmeißt jetzt eine Enderperle darüber. Und kommt da auf diese Insel. Oder ihr baut euch rüber. Das geht natürlich auch mit Blöcken. Ich habe aber jetzt uns da die Enderperle genommen. Denn ich habe ja da noch 3 Stück. Und wir finden keine End-City. So wie es aussieht. Das ist ein bisschen schade. Muss ich schon sagen. Ich habe jetzt eigentlich schon gehofft, dass wir da gleich eine finden. Ja, hier ist nichts, ne? Weit und breit ist keine End-City zu sehen. Da nehme ich jetzt die nächste Enderperle und schmeiß die darüber. Tada! Und wir sind drüben. Ja, Leute, ich suche jetzt mal weiter, bis ich da eine End-City entdecke und hole euch dann gleich dazu, sobald ich da was gefunden habe, was passendes. Ja, Leute, ich bin endlich in der Nähe. Und zwar sind wir jetzt bei 3250 auf minus 22. Wir waren vorhin bei 1300 von den Koordinaten. Also, ja. Könnt ihr jetzt selber abschätzen, wie weit ich jetzt gereist bin für diese schöne End-City. Also, mehr Pech geht doch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Trick gibt, dass man schneller eine End-City findet oder so. Wenn ihr da was wisst, gerne Bescheid geben. Ja, und jetzt gehen wir da hoch in diesen Turm hier und dann darüber ins Schiff. Gucken wir mal, wie gut das gehen wird. Wir brauchen aber noch ein paar Baublöcke, denn ich habe hier fast nichts mehr. Damit komme ich nicht weit, beziehungsweise ich könnte auch eine Enderperle drüber schmeißen, aber ich habe das Aim mit der Enderperle noch nicht so ganz raus. Von daher nehme ich jetzt noch uns ein paar Baublöcke mit und dann gehen wir gleich ins Schiff rüber. Dann für Leute, falls ihr das noch nicht wusstet, hier bekommt man, wenn man die abbaut, bekommt man diese Chorusfrucht oder so heißt die, oder wie? Ja, Chorusfrucht. Oder ich weiß nicht, wie man die genau ausspricht, aber ich nenne sie jetzt Chorus. Und mit dieser Frucht, die kannst du essen. Und dann wirst du im Umkreis von 8 Blöcken random teleportiert. Ich kann es euch zeigen. Tada! Und jetzt sind wir teleportiert worden. Damit kannst du durch Wände glitschen, so gesehen. Halt nicht kontrolliert. Und mit diesen Chorusfrüchten baut man auch diese pinken Blöcke da.
Du musst die in den Ofen schmeißen, soweit ich es weiß. Und dann kannst du damit dann diese pinken Blöcke bauen, falls man die für irgendwas benutzen möchte. Das ist natürlich jedem selber überlassen, ob er das möchte oder nicht. Mir gefallen jetzt diese Blöcke hier nicht so. Von daher. Und diese Kugeln hier, die könnt ihr zerstören. Könnt ihr einfach zurückschlagen. Das sind die Geschosse von den Schulkerboxen. Wenn er die nicht zurückschlägt. Ja, danke. Geh weg, Kollege. Hey, Alter, wie viel halt der jetzt ausgehalten? So. Da ist noch eine Box. Kugel mit dem Geschoss, das diese Schulkerbox schießt, schwebst du nachher in der Luft und wirst hochkatapultiert, also schwebst hoch. Wenn du kein Dach oder keine Blöcke über dir hast, dann fliegst du recht hoch und irgendwann fällst du einfach vom Himmel wieder runter. Und das ist dann vielleicht nicht so ganz geil. Und hier haben wir jetzt noch ein kleines Jump'n'Run. Ja, wie ihr wisst, hier weltbester Jump'n'Run-Spieler. Natürlich nicht. Aber, hey, dann gehen wir jetzt da mal hoch und gucken, ob wir da oben Loot finden. Weil diese End-City ist jetzt echt nicht groß. Ja, wie ihr seht, wir kommen. Ja, das meinte ich. Jetzt werden wir hochgeschossen oder hochkatapultiert. Und je mehr Kugeln von uns da treffen von denen, ja, moin! Digga! Danke! Da brauche ich da nicht. Da brauche ich mich da nicht hoch. Brauche ich da nicht hochspringen oder so. Macht ihr das für mich? Perfekt! Dankeschön! So, wir sind oben. Alter, wie viele Geschosse wollen da noch sein? Ja. Wie viele Schulkerboxen wollen hier mich abknallen? Alle. Yes. Ach ja, komm, jetzt ist dann gut. Ne? Irgendwann ist auch mal gut. Oh, nee. Komm. Hau ab. Lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Jetzt hört auf. Alter. Alter, ihr seid doch nicht mehr normal. Danke. Also echt. Man kann es auch echt übertreiben, ne? Danke. Am besten baut ihr hier einfach zu, damit die euch nicht mehr treffen. So, dann gucken wir da mal rein. Und wir haben eine Smithing Template. Nice. Diamond Sword. Okay. Ja, gut. Knockback und gegen Spinnen. Ja. Smite 5. Knockback und Unbreaking. Okay. Ja, komm. Kann ich mal mitnehmen. Das Eisenschwert. Eisenschwert mit Looting 2. Wieso nicht auf dem Diamantschwert, Kollege? Dann gucken wir da noch rein. 3 Emeralds. Nice. Gold Ingot, ja okay, nehme ich mit. Sharpness 3 und Unbreaking 3, das nehme ich ja gerne auch mit. Curse of Vanishing, nee, das lasse ich da. Da ist Fluch des Verschwindens. Fire Protection, ja, kann ich mitnehmen, ne? Eigentlich müsste ich jetzt noch gucken, dass ich noch an 1, 2 Schulkerbox-Teile komme. Denn ich möchte mir dann bald eine Schulkerbox bauen, damit wir mehr Loot mitnehmen können. Da muss ich jetzt aber dann gleich nochmal gucken. Da weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wie man die baut. Das finden wir aber gleich raus. Ich habe ja uns hier die Werkbank mitgenommen. Alter, die Schulkerboxen, ne? Die sind so mühsam. Ich weiß nicht, hast du die? Habt ihr die auch nicht so? Mögt ihr die auch nicht so?
Oder sind die euch egal? Ja, da unten liegt jetzt ein Teil, ne? Das lasse ich jetzt da liegen, das nehme ich jetzt nicht mit. Das ist mir jetzt zu doof, ne? Dann gucken wir mal, wie wir die bauen, die Schulkerbox. Ich hoffe, wir finden da was. Da ich jetzt da ein Schulkerbox-Teil-Stück habe. Ach, zwei Stück und eine Truhe. Genau. Genau, stimmt, da war was. Eine Truhe brauchst du. Dann lass uns eine Truhe hier leer machen. Dann lass uns die eine Truhe leer machen und wir schmeißen das hier wieder rein. Nehmen die Truhe mit und hoffen, dass wir nachher... Nee, da ist auch noch eine. Ach nee, nee, Digga, oh nee, Digga, bitte. Och Mann. Bye, have a great time. Komm, geh sterben, Alter. Komm, geh sterben. Nee, Alter, bitte. Alter, du machst mich fertig, ne? Gut, ich geh darüber. Oh nee, jetzt bin ich... Oh nee. Ach komm, bitte. Diese scheiß Geschosse von den Schulkerboxen, Alter. Komm. Danke. Komm, lass mich da rein. So, bin ich wenigstens geschützt. Zumindest ein bisschen geschützter. Mann, so, mal so eine Frage nebenbei, ne? Ist bei euch auch so warm wie Sau? Bei uns ist 30 Grad und noch mehr. Also, ganz schlimm. Sharpness 3. Okay. Fortune 2. Ja, können wir mal mitnehmen. Ne, den lasse ich da. Diamonds. Nice. Nehme ich mit. Dann die Gold Ingots nehme ich jetzt auch. Schon wieder Curse of Vanishing. Warum? Warum? Warum immer Curse of Vanishing? Diese Kiste nehme ich jetzt auch mit. Dann lass uns mal gucken, wo das Schiff ist. Nee, du schmeißt mich jetzt nicht nochmal hoch, Kollege. So, wo ist das Schiff? Da drüben. Na gut, da sind wir zu hoch, ne? Dann gehen wir da ein bisschen runter und hoffen hier auf eine Schulkerbox. Da sind aber so viele. Das wird so nichts. Alter. Komm, ey. Ihr seid so mühsam, ne? Beile habe ich wahrscheinlich auch bald keine mehr. Na doch. Wir haben noch einen ganzen Stack. Immerhin. Wo haben wir noch eine Schulkerbox? Da unten ist noch eine. Alter, echt. Das ist so mühsam, ne? Ja, ich gehe jetzt dann gleich da runter. Sobald das Ganze hier mal ein Ende hat. Gut, wir haben jetzt zwei Schulkerbox-Stücke. Das heißt, wir bauen jetzt uns erstmal kurz eine Schulkerbox. Wir haben das gesagt, so und so. Und hier in die Mitte eine Kiste, ne? Ja. Perfekt. Dann haben wir nämlich eine Schulkerbox, mit der wir jetzt mehr Zeug transportieren können. Das ist echt geil. Ich liebe die Schulkerboxen, ne? Bei mir hat immer so der Enderdrache nie oberste Priorität, finde ich. Aber die Schulkerboxen, ich liebe die Dinger. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe die Dinger. Ich finde das so genial mit denen. Oh, komm, Leute, bitte. Echt. Nee, das Ei lasse ich nicht da. Geht's noch? Sag mal. So, das lasse ich da, das lasse ich da. So. Und die könnt ihr einfach auch ohne Silk Touch einfach wieder abbauen, ne? So,
Dann würde ich sagen, wir sehen uns drüben beim Schiff. Ich gehe hier nach unten und versuche mein Glück. Ihr seht, ich bin drüben angekommen. Ich habe es endlich auch geschafft. Das war so mühsam. Denn hier außen war noch eine Schulkerbox, die ich von da drüben erst abschießen musste. Aber wir haben es geschafft. Dann haben wir hier Potion of Instant Health drin. Die nehmen wir jetzt beide mit, die Getränke. Dann haben wir hier nochmal eine Schulkerbox drin. Welche Überraschung, ne? Wenn die zugeklappt ist übrigens, macht ihr weniger Schaden. So, wir haben unsere Sky is the limit. Nice, wir haben endlich unsere Elytra. Geil. Da, die Enderstäbe. Die Endstäbe, die nehme ich mit. Die sehen noch cool aus. Was haben wir hier drin? Protection 3. Okay. Dann nehme ich die Gold Ingots noch mit. Silk Touch. Mending. Nicht schlecht. Aber Hauptsache auf der Eisen. Auf dem Eisenhelm auch Mending drauf, ne? Ja, wie viel Eisen. Ingots möchtest du? Ja. Gerne alle. Perfekt. Dann haben wir das. Wir haben nochmal zwei Teile. Das heißt, ich baue uns gleich nochmal eine Schulkerbox. So, jetzt haben wir zwei. Die baue ich nochmal kurz auf. Schmeiß hier das ganze Zeug rein, dass wir das nicht verlieren. So. Das auch. Perfekt. Dann hier schmeiße ich noch den Müll rein, den ich jetzt nicht mehr benötige. Hier Baublock. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, passt. Den Kürbis nehme ich mit. Damit können wir noch was Cooles, Lustiges bauen. Aber das sehen wir dann in einer anderen Folge. Ja, ich möchte mich damit herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart auf dieser Reise. Ich beende diese Folge für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde uns schon mal wieder nach Hause bringen und hol euch dann in der nächsten Folge da ab. Und dann gucken wir mal, was wir noch genaues, cooles, lustiges, schönes bauen können und machen können auf unserer Welt. Selbst wenn wir jetzt das Ende, blöd gesagt, durchgespielt haben, ist für mich noch kein Ende in Sicht. Denn ich habe schon noch 1-2 Ideen, Projekte, die ich gerne mit euch angehen möchte. Von daher, wir sehen uns. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.